Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Crisis Core. Der Holländer hat uns in der letzten Folge in eine Altmetallfalle gelockt, aus der wir leider nur tot entkommen entrinnen sind. Und nach einer kleinen Pause, nachdem ich jetzt die Folgen auch kontrolliert habe, habe ich mir gedacht, dass wir hier vielleicht mal auf jeden Fall statt der Feuer... Die Feuererklinge ist auf jeden Fall das, was man hier notfalls auswechseln sollte. Und dafür könnten wir, wobei, nein, shit. Oder der Krafthieb war das. Ich habe gerade so überlegt, habe ich das nicht vielleicht fusioniert? Nee, das, oder? Ich meine, ich habe es lange nicht mehr eingesetzt. Ich dachte jetzt aber eher an die Wirbelattacke. Aber die ist, glaube ich, bei der Fusion der Feuererklinge draufgegangen. Ja gut, dann werde ich wohl das mal versuchen. Scheiße, ne? Weil wir haben ja, ich habe ja in der letzten Folge demonstriert, dass man die ja auch gleichzeitig betäuben kann, wenn man sie dann trifft mit der normalen Attacke. Und wenn wir das jetzt mit der Wirbelattacke kombiniert hätten, dann, ja, hätte man da schön viel Schaden machen können. Leider ist sie ja nicht mehr da. Also muss man mal hoffen, dass wir hier, ja gut, es war klar, dass ich das nicht beides hintereinander einsetzen kann. Dass wir hier so. Und das hat nichts gebracht, oder? Bin mir nicht sicher. Sieht man da was? Ne, sie ist leider aktiv. Hat jetzt aber hier ein bisschen daneben gehauen. Ich versuch's nur mal. Bei dem kann ja sein, dass irgendeiner von denen. Aber ja, shit, das sind ja Maschinen. Maschinen sind so generell nicht so die, denen schwindelig werden kann. Ich habe spontan das Bedürfnis, einfach neu zu kanzeln. Stimmt ja, ich habe ja ein fucking Save-State gemacht. Kann ja sein, dass wir vielleicht noch was anderes, Schlaueres machen können. Also müssen wir jetzt hier nicht unnötig halbherzig unsere Zeit verschwenden. TP-Verstärker, Blitzbarriere, Krafthieb. Stille, Z-Barriere. Nee. Ja, wie gesagt, man könnte natürlich gucken, ob man was fusionieren kann. Kann tun, aber nee. Barriere, Blitz. Ja, aber irgendwas anderes werde ich doch hier... MP-Verstärker erhöht den Wert. Feuer, Eis, Blitz. Habe ich denn... Ist das das perfekte Blitz? Nee. Ja, ich könnte das tauschen, aber wie gesagt, das ist ja auch so doof eigentlich. Nee. Da kann man jetzt nichts Spielentscheidendes ändern. Sondern einfach nur schauen, dass man länger überlebt. Länger als wir beim letzten Mal überlebt haben, denn es war schon ziemlich lang. Da kann ich mir definitiv nichts vorwerfen. Und es gibt natürlich auch immer noch die schöne Möglichkeit, natürlich in die Defensive zu gehen. Sofern man nicht mit seinem Giftchen zu tun hat. Ja, wie gesagt, bringt es hier was, da wirklich taktisch in den Hinterhalt zu gehen. Ich meine, ich hatte jetzt sehr viel Zeit. Muss man ja mal fairerweise sagen. Vielleicht auch hier und da ein bisschen. Ja, aber wie gesagt, das ist dann nicht zum Schluss ein bisschen... Ui! MP-Verschwendung. Da haben wir sogar mal was Neues gesehen. Interessant. Oder ich habe das bisher einfach nicht realisiert. Das kann natürlich auch sein. MP frei. Da würde ich jetzt beispielsweise, sollte ich mal schön die Zeit nutzen. Gut, ne, die Kamerafahrt ist da nicht so geil. Und vor allem, wenn er jetzt hier seine Raketchens macht, kann man dann natürlich ein bisschen von hinten angreifen. Und man sollte wirklich schauen, ob man sich nicht dann doch auf einen fokussiert. Wenn man denn die Möglichkeit hat. Also würde ich jetzt beispielsweise mal den Raketenspasti nehmen. AP frei, das ist schon mal sehr gut. Die brauchen wir ja für die Rolle, meine ich. Einfach hier, wie gesagt, sicherheitshalber die Barriere immer mal wieder füllen und vielleicht hier und da endlich mal so ein bisschen Fukushima kriegen. Das habe ich mir doch verdient. Und die Feuererklinge kriegst du auch ein Level up. Ja, da sollten wir vielleicht nochmal so ein bisschen drüber nachdenken, ob meine Zustände nicht irgendwie was damit zu tun haben. Ne? Weil wenn man sich mal die DBW nochmal richtig anschaut, sieht man ja, dass die einzelnen Slot-Machines mit meinen Werten unten verbunden sind. Also mit meinen HP, MP und Dings TP.
Und da dachte ich mir beim Kontrollieren eben auch so, kann man die vielleicht triggern, indem man irgendeinen Wert ganz weit oben oder unten hat? Beispielsweise hatte ich ja mal in den letzten Folgen die Begebenheit, dass ich im linken und im rechten Slot war das Bild identisch, nur in der Mitte nicht. Und dann habe ich halt gesehen, ob das irgendwie mit meinen Werten unten korreliert hat. Und da habe ich halt gesehen, dass ich TP und AP voll hatte. Und TP und und die Bilder waren gleich, nur meine MP waren nicht voll. Und da dachte ich mir, okay, müssen die Anzeigen vielleicht voll sein? Okay, jetzt habe ich mich gerade kurz gefragt, wieso das so viel Schaden macht. Ja, weil meine Barriere alle ist. Also, sprich, man kann sie nicht aufstocken, weil ich habe sie ja vor einigen Sekunden erst vor der Limit, bevor ich den Limit gemacht habe, zweimal Crit Super. Da meine ich sie ja aufgefrischt zu haben, aber scheinbar geht das nicht. Das heißt, ich habe hier und da in der Vergangenheit vielleicht schon mal so ein bisschen meine MP verschwendet, weil ich das ja immer mal wieder gemacht habe. Da muss man dann unten links natürlich schauen, darauf achten, dass sie, wenn sie alle ist, dass man sie dann halt natürlich direkt einsetzt. Ansonsten hat man da einen Scheiß. Jetzt werde ich wieder schön in die Ecke gedrängelt. Den können wir ein bisschen von hinten auch angreifen, auch wenn das nicht der Raketenspasti ist. So, Barriere immer noch da. Super, dann rollen wir mal zu ihm hier. Da der das jetzt... Ah, nee, aber mein Auto anvisieren hat jetzt leider das falsche Anvisieren. So, magische Resistenz, da können wir nochmal gucken, für den Fall, dass irgendjemand... Das Problem ist ja auch, dass ich... Ja, da muss ich auch unten links, oben links achten, ne? Habe ich gerade, wollte ich gucken, ob der Seki-Boy vergiftet ist, aber dann habe ich den einfach nicht im Bild gesehen. Weil das ja auch nicht unbedingt die kleinsten Gegner hier sind. So, können wir denn... Nee, irgendwie kriegen wir den jetzt nicht von hinten. Aber Barriere ist immer noch da, okay. MP frei, bringt jetzt aber... Naja, okay, ich kann halt ab und zu ein bisschen Lieder einsetzen. So, okay, jetzt nur noch die Barriere. Ja, der Slide ja so ein bisschen, der hat seinen Giftschein eingesetzt. Gut, dann sollte ich jetzt hier 2-3 Hits frei haben, dachte ich mir zumindest. So, AP, MP frei. Das ist dann natürlich ein guter Moment, um dann dementsprechend so also ein bisschen Blitz zu schleudern. So, jetzt bin ich vergiftet. Und, okay, Barriere ist alle. Entgiften. Dann, so, okay, bin ich wieder voll. Ether, glücklicherweise ist der Cursor dann auch da drüben geblieben. Werfen die mich da teilweise hin und her oder habe ich das gerade falsch gesehen? Ich habe mich eher darauf fokussiert, zu dem Gegner zu laufen, habe dann so gemerkt, das sah irgendwie komisch aus. Egal. Wir schlagen ein bisschen auf die ein. Dreifache magische Resistenz. Moment, was ist der Unterschied? Geht das überhaupt? Entweder man ist doch unverwundbar oder nicht, oder? Wie kann das sein? Naja. Das Spiel scheint dann noch so ein bisschen zu unterscheiden. So gehen wir wieder zu unserem Kollegen, der nur noch 14.000 hat. Okay, da war ich gerade ein bisschen unachtsam. Bin gefangen, bin gefangen, bin gefangen. Aber die Rolle regelt. Die Rolle Re-Auchi, ouch, okay. Radix. Wie gesagt, wann auch immer man das mal gebrauchen kann. Bisher war dem nicht so. Ich glaube, doch potenziell... Bei Bahamut vielleicht? Okay, meine Barriere ist abgelaufen. Verfallsdatum und so weiter. Gut. Dann nehmen wir den mal hier so ein bisschen mit. Der müsste jetzt mal gleich am Arsch sein. 4486 hat der Kollege noch, alles klar. So, dann ja, 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 so. Hier ein bisschen mitgegeben. Dann mal schön hier von Zack. Auch gerade wo ich mir Ether gebe, gibst du mir MP frei. Ist das dein fucking Ernst, ey? So, dann lass mal hier so ein bisschen aus der leichten Ferne. Der 3083, der hat aber auch nicht mehr so viel. Meine Barriere, meine Barriere, meine Barriere, meine Barriere, meine Barriere, meine Barriere. Toxic. Ist natürlich dann auch schwierig, ne? Wenn du Gift oder wenn du deine Barriere aktualisieren willst, aber du hast grundsätzlich sowieso nicht mehr so viel Leben. Also macht es keinen Unterschied, ob du sie hast oder nicht. Und dann musst du nicht natürlich ganz schnell hinterher heilen. Sephiroth, Dankeschön. Dann bin ich hier auch mal für den Moment. Aber Moment, ey, ich wollte mich gerade heilen, du Wichser. Ah, jetzt muss ich ganz schnell wieder einsetzen. Sonst habe ich. Oh, ist das der. Nee, ist nicht der richtige. Den blauen wollte ich nicht, Alter. Das war sowieso eine Stufe 2 so direkt mal gemacht. Barriere voll. Wo ist denn der andere? Guck mal, sehr, sehr schön isoliert. Dann können wir hier ein bisschen penetrieren. Nein, ich wollte angreifen. Der war der Cursor auf Vita. Kreissägen. Hier, mach mal. Der ist ja gleich alle hier. Jawohl, Chocobo-Armband. Okay. Da kriege ich wahrscheinlich dann Perma-Chocobo-Limit-Möglichkeit. Statt dieser dämlichen Fehler. So.
Umso länger wir im Kampf bleiben, umso einfacher wird es dann natürlich. Also sofern wir unsere Attacke auf einen fokussieren. So, habe ich denn mal hier wieder MP frei? Ja, dann setze ich da mal ein bisschen Blitz ein. Er ist ja auch schockiert. Da kann mich ja eigentlich nur der andere so ein bisschen einschüchtern. So, MP frei ist aber tatsächlich wieder weg. Zack. Ja, er wollte wieder den anderen haben. Jetzt ist die Frage, kann man auch selber wechseln? Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Okay, jetzt gehen sie mir wieder ein bisschen auf den Sack hier. Nicht unachtsam werden. Ja. Also sie jetzt auch... Oh, ich bin benommen, okay. Aber nur ganz kurz. Jetzt greifen sie auch hintereinander an. Mit einem heftigen Abstand. Ich habe nicht auf mein Leben geachtet. Und dann auch noch dann in der kritischen Situation vergiftet werden. Ja, komm, jetzt geht mir nicht auf den Sack hier. Meine Barriere wird wahrscheinlich gleich wieder alle sein. Ich glaube... Nee. Ist dann auch schwierig, wenn du 30.000 Buffs und Debuffs hast, dann musst du erstmal schauen, bis das Barrierepotenzial durchscrollt, wenn du es denn hast. Okay, ich bin gerade ein bisschen... Das ist wieder ein Fall von, okay, wir haben jetzt unseren Teamkameraden verloren und müssen deswegen aggressiver sein, oder... Ja, klar, weil sie natürlich... Ich habe ja vorhin schon so gemeint, dass die sich potenziell den Aktivitätsbalken ein wenig teilen, ne? Und dadurch, dass ich jetzt ihren Kollegen penetriert habe, ich komme nämlich gefühlt zu nichts mehr hier. Dann irgendeiner, die teilen sich einfach das, was der andere übernommen hätte und dementsprechend ist das jetzt schwierig. Das bedeutet also, wenn das jetzt so schwieriger ist, dass ich dann doch vielleicht potenziell alle drei schwächen muss. Das erinnert mich spontan an Agni und Ruder aus Devil May Cry 3, ne? Das ist ja auch so, du kannst einen fertig machen und dann übernimmt der andere sein Schwert oder du manipulierst sie so, dass sie alle halbtot sind und dann musst du alle nur noch mit einem Schlag angreifen und so könnte man hier auch potenziell taktisch rangehen. So, Sisney hat mich leider wieder im Stich gelassen. Ja, das hat man davon, dass man zugegeben hat, dass man sie hot findet. Ja, verdammte Scheiße, 14.000 ist immer noch sehr, sehr viel, aber jetzt habe ich sie. Jetzt muss ich nur mal schauen, dass ich beide angreife und dann... Ja, okay, gut. Naja, war ja jetzt auch sehr, sehr großzügig vom Spiel, dass sie mich haben so lange verkehren lassen. Ja. So ein bisschen kreisig, MP frei. Dann... Ja. Gib mir mal hier so ein bisschen Zeit für... Ah. Naja, wenigstens hat er jetzt ein bisschen mit seinen Zustands... Veränderung auch ganz so. Ich glaube, ich habe jetzt beide. Muss natürlich aufpassen, ich habe kein MP frei, aber jetzt habe ich beide betäubt. Okay, irgendeiner ist verreckt. Schon wieder ein Schock, Alter. Das ist schon das dritte Mal jetzt. Ich koste das jetzt aus. Ist mir scheißegal, ob das sehr viel... Wobei, nein, warte. 1200, ja. Das kann ich ihn natürlich... Nein, Moment! Ich dachte, ich bin auf Angriff, so. Stirb. Aber wobei, warte mal. 1908, ja. Hattest du nicht gerade weniger? Egal, so jetzt einfach normal. Da kann ja theoretisch nichts mehr machen, ja. Kraftreif! Wow! Könnte ich meine Angriffskraft eigentlich mal erhöhen, ja? Zeit wird's, Wir dachten ja, wie gesagt, dass wir potenziell erstmal das andere Schwert brauchen. Hollander, do you understand what you're doing? Working for Hollander now? What is it you're after? World domination. That's not even funny, man. How about revenge? For what? Angeal! I've become a monster. A monster's objective is usually world domination or revenge. You're wrong. Those aren't the wings of a monster. Well then, what are they? Angel's wings. I see. Then what should an angel fight for, Zack? What do angels dream of? And
Geo. Angels dream of one thing. Please, tell me. To be human. Defend yourself! Dieses Gespräch war so irrational. Mit anderen Worten, je nachdem, wie ich gerade gekleidet bin, falte ich mich an. Bist du ein fucking Cosplayer oder was, ey? Oh Gott, ich bin ein Monster. Nein, du bist ein Engel. Ach so, dann bin ich ein Engel. Was soll ich jetzt tun? So, hast du einen eigenen Charakter? Hast du ein eigenes Leben, Mann? Junge, 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 ey. Ja gut, Leute, das Handy hat geklingelt. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Ich hab schon wirklich vor der Folge eben auch überlegt, so, wie ist das eigentlich da? Wie kommt der jetzt zu Aerith? Und, okay. Ja, müsste das nicht eigentlich auch dann auf dieser Straße, Brücke sein, aber ja, egal. Ja, Leute, ich würde einfach sagen, das war's für den Let's Play Crisis Corner, also das Gespräch gerade eben so, zumal, ich weiß nicht so, wieso ist das denen jetzt gleichzeitig passiert und, also Zack und Angeal, Angeal und Genesis und, warum hat der eine jetzt weiße, der andere schwarze? Ja gut, da ist ein Update, ist ein Update. Ne? Genesis war ja so der erste Versuch, beziehungsweise, das habe ich nicht so hundertprozentig verstanden, was mit den Repliken war. Kamen die davor, vor ihm oder nach ihm? Oder parallel quasi, so ein bisschen Blut abgezapft und so weiter. Und in Angeal war wahrscheinlich das Update, ne? Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht wurde uns das aber auch nochmal erklärt und ich habe es einfach damals nicht verstanden. Ja, in diesem Sinne. Und ja, was den Bosskampf jetzt angeht, ne, ja, ist, ja. Also, als sie da zu zweit waren, ne, das war dann schon, habe ich ja gefühlt erstmal 2 Minuten lang nichts gemacht und war die ganze Zeit damit beschäftigt, mich wieder hochzuheilen. Aber ja, das muss dann auch sein, das muss man über sich ergehen lassen, ansonsten krepiert man da halt auf diesem Schwierigkeitsgrad, ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, see ya.